heute haben wir die zweite offene Stunde praktisch, die zweite offene Einheit. Letztes Mal haben wir allgemeine Fragen geklärt und ein bisschen eine Einführung dann dargestellt in die beiden Systeme. Und heute werden wir bereits uns die erste Stufe des Jivaheil-Systems ein bisschen näher betrachten. Возможно, в этот раз присоединились новые люди, поэтому еще раз хочу представиться. Меня зовут Огонь Свар Владимир, я являюсь верховным волхом родового огнища. Und weil vielleicht jetzt auch neue Leute dabei sind, möchte ich mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Agnis Varok Vladimir. Ich bin der Gründer und Oberhaupt des Radavoja Ognische. Man kann das übersetzen als die Flamme des Stammes oder das Feuer des Stammes. Президента Международной ассоциации саморазвития и целительства Живоярга. Der Präsident der Internationalen Assoziation für Heilkunst und Selbstentwicklung Jiva И сегодня мы с вами поговорим о первой ступени живы, о первом модуле. Yarga. Heute sprechen wir speziell über die erste Stufe der Jiva Heilkunst, über das erste Modul. Для удобства я буду рисовать, так чтобы у вас было образное восприятие. Ich werde auch ein paar Zeichnungen machen, damit ihr das sinnbildlich auch besser versteht. Каждый из нас хочет быть здоровым, счастливым, успешным, жить в достатке и самореализоваться в этой жизни. Jeder von uns möchte glücklich, gesund sein, in Wohlstand leben und sich selbst auf die eine Art und Weise auch realisieren. Но для того, чтобы это сделать, мы должны понимать не только, как выглядит наш путь, но и вообще, каким образом воспринимается этот мир с точки зрения ведической традиции, для того, чтобы действительно иметь возможность это сделать. Und damit wir das Ganze auch richtig beschreiten können, damit wir erfolgreich sind, müssen wir den Weg nicht nur vor uns sehen oder unseren eigenen Weg verstehen, sondern uns das Ganze auch aus der Sichtweise der traditionellen vedischen der Sichtweise oder Lehre betrachten. Поэтому перед тем, как непосредственно начинать заниматься практикой, нужно иметь некое понятие от того, кто мы такие, куда мы идем, в чем задача нашей души. Und bevor man an die Praktik herangeht, müsste man sich erst vor Augen führen und verstehen, wer wir sind, was wir sind und wohin wir uns bewegen. И начнем с неких таких упрощенного миропонимания. Und wir beginnen bei einem etwas sogar vereinfachten Weltbild. Арийская, славянская, скандинавская традиции говорят нам о том, что существует некое древо. Die arische, die skandinavische und die slawische Tradition sprechen, dass es einen gewissen Weltenbaum gibt. В разных традициях называют это древо по-разному. Кто-то его называет дерево Игросин, дерево жизни, дерево бытия. Und in jeder Tradition nennt man auch diesen Baum ein bisschen anders. In manchen Traditionen der Baum Yggdrasil, in manchen Traditionen Baum des Lebens oder Baum des Seins. Считается, что оно стоит на острове и вокруг него море. Und man erzählt, dass dieser Baum sich auf einer gewissen Insel befindet oder auf einer Insel steht und um den Baum herum sich ein Meer befindet. Так, в виде мифа, образно наши предки представляли, каким образом выглядит мироздание, каким образом выглядит Бог. Und durch dieses Sinnbild hatten sich unsere Vorfahren vor Augen geführt, wie die Schöpfung vielleicht aussieht, wie der Schöpfer aussieht. То есть это древо жизни, это то, что мы видим в виде звезд, в виде планет, и считается, что в ведической традиции считается, что это есть зримое тело Бога, которое мы можем видеть в виде звездного неба. Und die Sterne verkörpern auch diesen Weltenbaum, und wir können ihn praktisch auch mit unseren Augen sehen, wenn wir in den Himmel schauen. Причем отдельно взятая Вселенная – это всего лишь одна маленькая
клеточка этого дерева, маленькая частичка. Und jedes einzelne Universum ist dabei wie eine Zelle, also ein winzig kleiner Teil dieses Baumes. То море, которое вокруг, это непроявленное бытие или пустота. Und das Meer, welches sich darum befindet, ist das unverwirklichte Sein oder die Leere. Таким образом, существует материальное бытие, которое мы видим в виде звезд, в виде вселенных, в виде планет, и условно оно представляется как дерево. So ist die sichtbare materielle Welt, die wir vielleicht sehen, wahrnehmen, das sind die Sterne, das sind die festen Bestandteile des Universums, die betrachten wir als Baum oder diese werden von dem Baum symbolisiert in der Form. Назовем эту форму, то есть как бы форма, в традиции это высшая личность Бога, род Раджанич. В разных традициях можно называться там Маха-Вишну, Маха-Шива. Das ist die Form praktisch. In der slawischen Tradition nennt man diese Form Rot Rajanic, als der Schöpfer oder der ursprüngliche Gott, entsprechend vielleicht auch als Gott Vishnu oder als Gott Shiva. Maha Shiva, genau. Also weniger personifiziert, sondern praktisch als der Körper des ganzen Universums. Таким образом, есть форма и есть пустота. Пустота – это непроявленное бытие. Und auf diese Weise gibt es die Form und es gibt die Leere, also die Leere als das unverwirklichte Sein. И считается, что в ветвях этого дерева находится камень Алатырь. Und man sagt, dass в корнях или ветвях? В корнях. Dass in den Wurzeln dieses Baumes sich der Alatyr-Stein befindet. Если говорить языком физики, то это место, где непроявленное переходит в проявленное. Wenn man mit in der Sprache der Physik sich ausdrückt, das ist praktisch die Grenze zwischen dem Unverwirklichten und Verwirklichtem, also dem Reellen. Das ist der Ort oder die Schwelle des Übergangs. Обычно Алатырь изображают в виде восьмиугольной звезды. Üblicherweise malt man diesen Alatyr-Stein als einen achteckigen Stern oder von diesem achteckigen Stern wird dieser Stein symbolisiert. Упрощенном виде только вот эти вот линии в середине можно. Also in vereinfachter Form so als ein Doppelkreuz praktisch. Считается, что из этого места центра мироздания. Und man nimmt an, dass aus diesem Zentrum des Universums oder der Schöpfung проистекает энергия, которая и творит все видимое и невидимое, то есть все это мироздание. Wie aus einer Quelle fließt dort die Energie heraus, die alles Sichtbare und Unsichtbare darstellt. То есть это и есть энергия жизни, жива. Das ist die Energie des Lebens, also das Jiva oder die Jiva-Energie. При этом эту энергию в разных народах называют по-разному. Ци, прана, омна, другими именами. Gleichzeitig nennt man diese Energie in den verschiedenen Kulturen auch anders als Chi oder als Prana oder Omna. И при этом у каждого народа есть свои особенности взаимодействия с этой энергией. Gleichzeitig hat auch ein jedes Volk seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Eigenschaften und Möglichkeiten, mit dieser Energie zu arbeiten. В грубо материальном проявлении мы видим эту энергию в виде первых элементов земля, вода, огонь, воздух. Und die gröbste Erscheinung dieser Energie sehen wir in unserer materiellen Welt als die vier Ursprungselemente oder als die vier Grundelemente Erde, Wasser, Feuer und Luft. И это все составляет наше тело. Und das, наше тело состоит из земли, воды, огня и воздуха. Und das ist praktisch unser grobstofflicher Körper. Der besteht auch aus Erde, Wasser, Feuer und Luft. Наша плоть и кости – это земля, это твердое состояние вещества. Unser Fleisch und die Knochen symbolisiert die Erde oder stellt die Erde dar oder ist
aus dem Element Erde geschaffen, aus dem Festen. Наша кровь, все наши жидкостные среды – это вода. Unser Blut und alle anderen Körpersekrete und Flüssigkeiten sind das Wasser, das Element Wasser in unserem Körper. В наших клетках проходит химическая реакция, огонь химической реакции – это некая такая холодная плазма. Und in unseren Zellen geschieht die Reaktion, eine chemische Reaktion praktisch, die den Körper wärmt, und das ist dann die Energie des Feuers oder die Plasmaenergie. Ну и, соответственно, у нас есть, мы вдыхаем кислород с азотом, у нас есть полости внутри, которые наполнены воздухом, и также наше тело состоит из воздуха. Und die Luft, die wir praktisch einatmen, die dann als Sauerstoff oder andere Gase durch das Blut fließt, den Stickstoff, den wir auch mit einatmen, das ist praktisch der oder das Element Luft in unserem Körper. Это самый грубый уровень, как бы грубо материальный уровень. Средний уровень – это уровень души. Das ist die unterste Ebene, ist die gröbste Ebene, also die grobstoffliche Ebene. Die mittlere Ebene ist die Ebene der Seele. Это время и пространство. Das ist der Zeit und Raum. Время и пространство на самом деле это тоже энергия. Zeit und Raum sind in Wirklichkeit auch Formen oder Arten von Energie. И поэтому, если вы были осознанны и внимательны, то вы могли заметить, что иногда время течет быстрее или медленнее. Und wenn ihr es euch genau beobachtet habt, habt ihr auch vielleicht festgestellt, dass die Zeit zu einem gewissen Punkt oder Situation schnell fließt, zu einem anderen Zeitpunkt scheint die Zeit viel langsam zu vergehen oder gar nicht zu fließen. Например, если вы сдаете экзамен и вам дали час на подготовку, этот час может пройти очень быстро. Beispiel, wenn Sie eine Prüfung ablegen und man gibt euch eine Stunde, diese Stunde verfliegt wie im Flug sozusagen. А бывает, что человек падает, например, с высокого дерева. Und ab und zu gibt es Fälle, wo ein Mensch zum Beispiel von einem Baum runterfällt. И падение происходит достаточно быстро. Und obwohl der Fall oder das Fallen sehr schnell passieren. Но очень часто у него перед глазами проходит вся его жизнь. Он вспоминает всю свою жизнь от начала до сегодняшнего момента. Aber in dieser kurzen Zeit erinnert sich an sein ganzes Leben und es läuft vor ihm wie ein Film ab. Если углубленно мы будем заниматься практиками живы, то мы можем растягивать время и более качественно работать с пространством. Und wenn wir mit den Jiva-Praktiken arbeiten, lernen wir es, die Zeit zu strecken und qualitativ besser mit dem Raum zu arbeiten. Самый высший уровень живы – это уровень духа. Die oberste Ebene der Jiva-Energie ist die Ebene des Geistes. Традиция – это называется изначальный свет. In der Tradition heißt es das ursprüngliche Licht. В христианской традиции это называется Святой Дух. In der christlichen Tradition nennt man es den Heiligen Geist. Ну, или может называться сознанием Бога в других традициях. Oder vielleicht in anderen Traditionen als das Bewusstsein Gottes. Таким образом, благодаря работе с энергией жизни, мы можем влиять как на тело, как на душу, так и на свой дух. Und indem wir lernen, mit dieser Lebensenergie, mit der Jiva-Energie zu arbeiten, haben wir die Möglichkeit, auf unseren Körper, auf unsere Seele und auf unseren Geist Einfluss zu nehmen. Имея настройку живы, имея посвящение живы, наша энергия становится более высоковибрационной. Indem wir auch die Initiation in die Arbeit mit der Jiva-Energie haben und bekommen, können wir qualitativ besser mit diesen Energiekanälen arbeiten. И благодаря этому мы можем снимать энергоблоки в своем теле и исцелять причины болезней и жизненных трудностей. Und da, dann lernen wir praktisch die Blockaden im Körper zu beseitigen, aber auch Schwierigkeiten im Leben aufzulösen. И, соответственно, если мы растворяем энергетическую причину болезни,
то таким образом она начинает исцеляться и на физиологическом уровне. Und indem wir auf der energetischen Ebene die Krankheit heilen, dort praktisch den Fluss reparieren, wirkt sich das auf den grobstofflichen Körper aus, dass er auch gesund wird. Работа живой, она фактически запускает механизм самоисцеления, который является природный и врожденный. Techniken der Shiva-Energie und die Arbeit damit lösen praktisch den Selbstheilungsmechanismus aus oder schalten ihn ein, der sowieso von Natur aus bei jedem von uns vorhanden ist. Ну, возможно, вы видели, например, если ребенок ударился коленкой, мама может там дуть ему на рану, там погладить ножку возле этой раны, а потом еще погладить по голове. Zum Beispiel, wenn sich ein Kind irgendwo das Knie anstößt oder aufschlägt, dann kommt die Mutter, pustet vielleicht auf die Wunde und streichelt über die Wunde, streichelt das Kind vielleicht noch über den Kopf. То есть через свои касания, притрагиваясь к ребенку, на самом деле она передает ему энергию, просто не всегда это осознает. Tatsächlich leitet die Mutter die eigene Energie auf das Kind, also über das Berühren, über die Hand fließt die Energie der Mutter zum Kind, obwohl die Mutter, der Mutter das auch nicht bewusst ist in den meisten Fällen. Практикуя живо, мы делаем это осознанно. Und wenn wir живо praktizieren, machen wir das bewusst. Когда мы говорим о уровне души, то мы говорим о том, что у человека могут быть психологические трудности, какие-то эмоции, переживания. Wenn wir über die Ebene der Seele sprechen, sprechen wir dann über gewisse Emotionen, die vielleicht nicht so positiv sind, über innerliche vielleicht Konflikte und sowas, die man praktisch auf dieser energetischen Ebene erlebt. Благодаря тому, что человек занимается практикой живой Шиваярги, он очень становится спокойным, уравновешенным. Dank dessen, dass ein Mensch, die Shiva-Heilkunst praktiziert, wird er auf dieser Ebene ausgeglichener und harmonischer. У него уходят страхи, депрессия, какие-то переживания о будущем. Он находится здесь и сейчас и творит свою реальность. Seine Ängste verschwinden, Depressionen verschwinden. Er sorgt sich jetzt nicht unbedingt so um seine Zukunft. Er ist im Hier und Jetzt und praktisch befindet sich so in seiner Mitte. Благодаря медитации в потоке живы мы поднимаемся на уровень духа и благодаря этому можем уже общаться с божественными силами. Und wenn wir das Shiva weiter praktizieren, können wir auch auf die Ebene des Geistes gehen und können somit auch mit den geistigen Ebenen des Universums kommunizieren. Призывать своих предков себе на помощь. Zum Beispiel die eigenen Ahnen anrufen, um Hilfe zu bekommen von denen. Божественные силы. Die göttlichen Kräfte anrufen, um Unterstützung zu bekommen. И слышать, и начинаем лучше слышать самого Всевышнего и слышать как бы его подсказки, чувствовать поток жизни. Und hören auch den Schöpfer praktisch, hören seine vielleicht Ratschläge oder seine Hinweise hören, nehmen Impulse von ihm wahr und können praktisch so effektiver durchs Leben gehen. Если упрощенно рассматривать, как происходит исцеление, wenn wir vereinfacht betrachten, wie die Heilung dann zustande kommt, нужно понимать, что у человека есть тело и есть его тонкие оболочки. Muss man verstehen, dass der Mensch seinen grobstofflichen festen Körper hat und er hat seine energetischen Körper und Hüllen. Когда человек испытывает стресс, страх, переживания, wenn ein Mensch Stress, Angst und andere negative Gefühle erlebt, целостная энергия живы распадается на жи и ва. Zerfällt die ganzheitliche Shiva-Energie in zwei Bestandteile, in das Ji und das Va. Aktivную, негативную часть и пассивную негативную часть. In den aktiven negativen Teil und in den passiven negativen Teil. И в теле человека таким образом образовываются энергоблоки.
Und so entstehen energetische Blockaden im Körper des Menschen. Кажется, что вроде бы вот, ну, вот энергия, она очень тонкая, незаметная, но тут она проявляется какими-то сгустками. Как это может быть? Also, man würde denken, die Energie ist nicht wahrzunehmen, also sehr, sehr subtil oder filigran, und dann spürt man sie in irgendwelchen so Klumpen oder Knoten. Wie kann das geschehen? Я всегда привожу такой пример. Если взять воду и чайник воды, и мы начинаем, закипели раз, воду закипели два, три, четыре, через некоторое время у нас может образоваться накипь. То есть накипь в чайнике. Вроде бы в воде не было камня, а благодаря тому, что происходило закипание воды, у нас появляется такой каменный налет. Und ich versuche das immer mit dem Beispiel zu erklären, wenn man das Wasser einmal abkocht, hat man ja keinen Absatz auf dem Wasserkocher, und wenn man das Wasser mehrere Mal abkocht, dort setzt sich dann nach und nach Kalk ab und so weiter, Ablagerungen. Also kann man sich das vielleicht irgendwie vorstellen, dass das nach einem Mal nicht passiert oder nach öfteren Wiederholen gibt es aus dem Wasser, in dem man ja keinen Kalk sieht, keine festen Bestandteile sieht, kristallisiert sich trotzdem eine feste Bestandteile heraus. Точно так же человек, испытывая разного рода стрессы, переживания, негативные мысли, это все приводит к распаду энергии и формированию энергоблоков в его энергетических оболочках, в его ауре. Und so ähnlich ist es, wenn der Mensch dann Angst, Stress und andere negativen Erlebnisse spürt und durchlebt, schafft dieses zerfallene Jiva oder diese beiden zerfallenen Teile Blockaden in ihm, die praktisch auch irgendwo auch als Verspannungen oder Verhärtungen spürbar sind im Körper. Energieblöcke проходят от тонких оболочек к грубым и в конечном итоге проявляются в теле. Und die Energieblockaden fließen ja von den feinstofflicheren Hüllen und Körpern zu den grobstofflichen, bis man das praktisch als Schmerz auf dem festen und physischen Körper wahrnimmt. Прямо в нашем теле у нас есть, это называется животоки, в других традициях это может называться нади или меридианы. То есть такие тонкие трубочки, по которым течет энергия. И вот там эти энергоблоки, они закупоривают фактически прохождение энергии. In unserem Körper gibt es diese Meridiane, Energiekanäle, beziehungsweise Kanäle, in denen das Jiva fließt. Und die Blockaden entstehen so, wenn so ein Jiva-Kanal oder Meridian praktisch verstopft. И тогда сначала здесь образовывается поле, где энергии не хватает, и поскольку здесь не хватает энергии, это обычно может чувствоваться как прохлада. И уже тогда туда могут внедряться вирусы, бактерии и возникать заболевания. Und wenn die Energie da nicht hindurchströmen kann, bleibt ja dort ein Feld über oder ein Raum über, der von der Energie unterversorgt ist. Das heißt, er kühlt quasi ab. Also da fließt nie genug Energie heran. Und dann können Viren, Bakterien diesen Bereich angreifen. И когда там начинается воспалительный процесс, то уже это место обычно чувствуется как теплое. Und wenn dort dann ein Entzündungsprozess startet, fühlt man diesen Bereich dann als warm. Когда мы делаем практику живой диагностику, мы можем рукой проводить по ауре человека и чувствовать теплое или холодное место, und, где не хватает этой энергии и где уже началось воспаление. Und wenn wir die Aura-Diagnostik machen, können wir mit der Hand das Energiefeld des Menschen spüren und wahrnehmen und spüren dann, wo er seine kalten und seine warmen Bereiche hat, um dann festzustellen, wo die Energie blockiert ist. Соответственно, получив посвящение, инициацию первой ступени, у человека появляется более тонкий поток энергии, более мощный. Und wenn der Teilnehmer oder der Schüler dann die erste Stufe, in die erste Stufe initiiert wird, hat er dann einen stärkeren Energiekanal und die Energie ist auch ja feiner dadurch. Сразу хочу обратить внимание, что у вас уже всех вы соединены с живой.
Вы живые люди, поэтому вы уже соединены с потоком жизни. Ich möchte euch aber auch darauf aufmerksam machen, dass jeder von euch bereits mit dem Shiva-Strom verbunden ist, diesen Shiva-Kanal hat, weil jeder von euch lebendig ist. И вот подобно тому, как мастер настраивает пианино для того, чтобы оно начало хорошо звучать, точно так же духовный мастер, он настраивает энергетические центры, чары, чакры, и благодаря этому раскрывает их, и получается более тонкий, более мощный поток, и человек уже может, ну, как бы иметь большую емкость, большую силу этого потока. Und ähnlich wie ein Meister zum Beispiel ein Klavier stimmt, so macht es ein spiritueller Meister, der die Energiezentren, die Energiekanäle seines Schülers stimmt, damit sie mehr und qualitativ bessere Energie durch sich hindurchlassen, so dass er auch intensiver oder effektiver mit der Shiva-Energie arbeiten kann. Соответственно, тогда человек, когда он уже получил настройку живы, прикладывая к себе руки и находясь в энергетической медитации, он потоком живы растворяет эти энергоблоки, растворяет их. Und wenn der Praktiker dann durch das Auflegen dann spürt, wo er die Blockaden hat, kann er durch das Herausfließen der Hand praktisch durch diese zusätzlichen Shiva-Strom diese Blockaden auflösen und die Energie dadurch wieder zum Fließen bringen. Таким образом, он растворяет причины своих болезней, причины своих жизненных трудностей. So löst er die Ursachen seiner Krankheiten auf und so löst er die Ursachen seiner Schwierigkeiten oder Lebensprobleme auf. Поэтому главный целительский эффект заключается в том, что мы снимаем и растворяем энергоблоки. Der wichtigste heilende Effekt ist der, dass wir die energetischen Blockaden lösen und aus dem Körper herausspülen. Второй волшебный эффект заключается в том, что мы фактически переходим в другую реальность. Der zweite magische Effekt ist der, dass wir dadurch in eine andere Realität gehen. Я думаю, что вы знакомы с таким понятием, как квантовая физика. Ich hoffe, ihr seid mit dem Begriff vertraut, Quantenphysik. И квантовая физика говорит нам о том, что одновременно существует много вариантов одного и того же события. Die Quantenphysik beschreibt die Tatsache, dass es mehrere Varianten der einen und selben Situation parallel zueinander existieren. Классический пример – это если брать свет, и мы исследуем свет, то у одних исследователей свет будет виден как энергия, как волна, а у других он будет виден как фотон, как частичка. Und das bekannteste Beispiel dafür wäre, wenn wir das Licht betrachten und herausfinden möchten, ob das Licht ein Teilchen oder eine Welle ist, wenn wir das annehmen, dass er eine Welle ist, verhält er sich wie eine Welle und man stellt es auch fest und prüft es nach. Wenn man den Forscher dann annimmt, das Licht wäre ein Teilchen, verhält er sich wie ein Teilchen und man kann das auch dann als Teilchen nachweisen. Но это на самом деле как бы самые такие крайние уровни, то есть когда это почти пустота энергии и когда это форма, проявленная бытие. Und das ist praktisch, sind die äußersten Zustände einer Energie. Das ist dann der Zustand, wo die Energie kaum verwirklicht ist, praktisch in Wellenform besteht und knapp auf der anderen Seite dieser Grenze, wo diese Welle bereits als Teilchen existiert. Но мы знаем, что если пропустить свет через стекло, он фракцируется, и у него появляются разные цвета, как радуга. Und wir wissen auch, wenn man das Licht durch ein Glasprisma brechen lässt, dann zerfällt in die einzelnen Farben des Regenbogens. То есть между крайними вариантами существуют еще и посередине разные варианты. Also zwischen den äußersten zwei Varianten existieren noch etliche Varianten in der Mitte. И если это сделать, ну как бы рассмотреть применительно к нашей жизни, то это можно представить так, что где-то мы есть, например, там очень-очень богатые, очень-очень здоровые.
Где-то мы просто очень богатые, очень здоровые, где-то здоровые, богатые, где-то чуть-чуть больные, чуть-чуть бедные. Ну, это так условно, да? Бедные, больные, очень бедные, очень больные и очень-очень бедные и очень-очень больные. Und wenn wir das anhand dessen unser Leben betrachten, könnten wir diesen Schichtkuchen praktisch so beschreiben, dass an der rechten äußersten Schicht wir sehr, sehr reich und sehr, sehr gesund sind. An der zweiten rechten Schicht sind wir nur sehr reich und sehr gesund. An der dritten reich und gesund. In der Mitte bisschen krank, bisschen gesund. Bisschen krank, bisschen arm. Dann weiter nach links würde gehen, arm und krank, dann die nächste Schicht sehr arm, sehr krank und die äußerste linke Schicht sehr, sehr arm und sehr, sehr krank. В зависимости от того количества энергии, которое у нас есть, и от тех образов, которые у нас есть, мы материализуем, фактически проявляем для себя тот или иной вариант реальности. Und abhängig von den Energien, die durch uns fließen und abhängig von unserem Bewusstsein, materialisieren wir die einen oder anderen Ereignisse irgendwo in der in dieser Schicht aus verschiedenen möglichen Varianten. Каждый из нас, подобно тому, как машина фарами светит, точно так же каждый из нас излучает из себя энергию и формирует вокруг себя свое поле энергии. So wie ein Auto Gegenstände mit dem Scheinwerfer praktisch anleuchtet, so leuchten wir mit unserer eigenen Energie, die aus uns herausfließt, auch gewisse Gegenstände oder Situationen an. И в зависимости от того, насколько он энергетически наполненный человек, насколько светлые у него образы, то он и материализует в своем круге творения. Und abhängig davon, wie viel Energie aus dem Menschen strömt, wie hell und rein diese Energie auch ist, entsprechend so materialisiert er die Ereignisse und ja, Dinge in seinem Leben. Поэтому один человек постоянно формирует вокруг себя успех, у него все получается, все он может сделать, а другой человек, он наоборот, куда ни пойдет, с ним постоянно возникают трудности и проблемы. So, leuchtet ein Mensch seinen ganzen Erfolg aus oder praktisch durch seine Energie, die führt ihn von einem Erfolg zum anderen, weil das praktisch aus ihm herausströmt. Bei dem anderen ist es vielleicht in die andere Richtung gerichtet und er geht praktisch von einem Fettnäpfchen ins andere und hat ständig Pech. Получая настройку живы, как бы у человека получается больше силы, больше мощность, подобно тому, как была такая машинка, у которой был очень слабый мотор, и вот как бы человек получил машину с очень сильным мотором, и он еще меняет свои мысли, и поэтому он может материализовать более лучший вариант реальности. Und durch die Initiation beginnt der Mensch größeres Shiva-Potenzial aufzubauen, eine stärkere Shiva zu leuchten praktisch und kann dadurch in eine bessere Realität driften. Таким образом получается, что мы не просто растворяем энергоблоки в своем теле, мы можем действительно совершить переход в другую более позитивную реальность, создать свою более позитивную жизнь. Und durch die Shiva-Praktik ist es so, dass wir nicht nur die energetischen und physischen Blockaden im Körper lösen, sondern tatsächlich auf unsere Realität wirken können und dann praktisch uns in eine bessere Realität bewegen. Таким образом мы с вами как бы разобрались о неких таких главных эффектах работы живы. So haben wir jetzt über die wichtigsten Effekte der Arbeit mit der Shiva-Energie gesprochen. А теперь давайте чуть-чуть поговорим о смысле жизни человека вообще. Lasst uns jetzt ein bisschen über den Sinn des Lebens eines Menschen also generell sprechen. Und dieser Weltenbaum,
как бы мы понимали, где вообще может быть наша душа. Wird Wladimir das jetzt als ein Graph zeichnen, um erklären zu können, wo sich unsere Seele überhaupt befinden kann? Ну, во-первых, есть понятие тонкого мира, непроявленного, то, что мы назвали дыв, то есть непроявленное бытие души, шунья, нирвана. Wir haben ja auch über diese unverwirklichte Realität oder über das unverwirklichte Sein gesprochen in der slawischen Tradition als Div genannt, man kennt es vielleicht auch als Nirvana. То есть души там находятся в энергетическом состоянии, не имеют тел. Die Seele befindet sich dort in ihrem energetischen Ursprungszustand, ohne einen festen Körper zu besitzen. И вот когда они хотят проявить себя, ну как бы постигнуть себя, они приходят в материальный мир. Und wenn sie sich verwirklichen wollen, wenn sie sich selbst erkennen wollen, kommen sie in diese materielle Welt. И этот материальный мир, его можно воспринимать как некую такую духовную игру. Und diese materielle Welt können wir so ähnlich wie eines, wie ein geistiges Spiel oder geistiges Computerspiel betrachten. В которой душа познает себя. In dem Spiel genau sich die Seele selbst erkennt oder kennenlernt. Соответственно, эта игра имеет в себе таких три главных уровня. Und dieses Spiel besteht aus drei Hauptebenen. Прав, божественный мир. Прави, die göttliche Welt. Прав, божественный мир. Also Прави als die göttliche Welt. И вот когда мы говорим прав, это мы говорим о том, что это семь небес. Und wenn wir von der Pravi Welt sprechen, sprechen wir von den sieben Himmeln. Семь уровней, на которых могут проявляться души. Die sieben Ebenen, auf denen die Seelen sich realisieren können. И соответственно, когда мы говорим об этих уровнях, то есть это уровни фактически ну, как бы планетарные уровни, то есть это планеты, на которых могут существовать душа. Das sind planetare Ebenen, auf denen der Geist existieren kann. Ну и, соответственно, тот уровень, на котором мы находимся, это уровень Яви или уровень человека, он еще называется Бахур-Луки. Tatsächliche verwirklichte Ebene heißt die Yavi-Welt oder Bahur Loka? Bahur Luki. Да. Bahur Luki – это тоже тождественные вещи. Bahur, если на санскрите Bahur Loka. Bahur Loka auf Sanskrit oder Bahur Luki. Luki. Угу. И вот мы сейчас находимся как раз вот здесь, как бы в Яви, то есть на Бахур-Луках, да, то есть и это считается на самом деле уже первый небесный уровень, то есть мы уже, ну, как говорится, достигли определенного... Und wir alle Menschen befinden uns auf dieser Yavi-Ebene. Wir haben praktisch die erste himmlische Ebene somit erreicht, diese Bahur-Luki-Ebene. И у нас есть нижние миры. Und wir haben... Момент, что-то тут. Кто-то включился. Ja. Скажи, я пожалуйста. Jetzt habe ich stumm geschaltet. Владимир, а можешь, пожалуйста, повторить последнее предложение? А мы сейчас находимся на том уровне, который называется Курлуки. Wir Menschen befinden uns alle auf dieser Yavi-Ebene, die man als Bahur-Luki bezeichnet. То есть это тот уровень, на котором находятся на самом деле тысячи планет. То есть это вот некий вибрационный уровень. Das ist die Ebene, auf der sich sinnbildlich tausende Planeten befinden. Oder tausend Planeten befinden. Более низший уровень. Туда идет еще, называется Навь. То есть есть светлая Навь и темная Навь. Более низший уровень называется Навь, в котором есть более светлая Навь и темная Навь. Wenn wir weiter nach unten gehen, sind dort die Navi-Welten oder die Navi-Welt. Es gibt die helle und die dunkle Navi-Welt. И вот когда мы говорим про Навь,
она состоит из двух уровней. То есть это Бива-сварга и Нарака. Und wenn wir über die Navi-Welten sprechen, sind es zwei Welten und die zwei Begriffe. Можно еще раз, пожалуйста, эти два названия? Бива-сварга, Бива-сварга и Нарака. Und Нарака. Бива-сварга и Нарака. То есть здесь получается семь уровней. То есть они тоже как планеты, но они вот такие психотронные. То есть когда там все искусственное, когда у людей могут быть органы вживлены в виде железных каких-то предметов, когда вот то, что мы видим как компьютерные миры, вот, это обычно так описывается нижний мир Бива-сварга. In den Veden werden diese Navi-Welten auch durch sieben Planeten personifiziert und man beschreibt die praktisch so, dass dort Wesen halb Mensch, halb Maschine sind oder vielleicht irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Implantate besitzen. Also praktisch Unterwelten mit einer gewissen Existenz. Там живут те души, которые не осознают Бога, и они не могут его почувствовать. То есть у них еще не развита душа, чтобы они могли его почувствовать. Und dort leben solche Seelen, die den Schöpfer noch nicht wahrnehmen können, noch nicht spüren können, weil sie von ihrer, Entwicklungsstufe das auch noch nicht können. Also die spüren Gott und haben keinen Bezug zu ihm. Как дальтоник не может увидеть зеленый цвет. Все видят зеленый цвет, а он не видит. So ähnlich, wenn Farbenblinde vielleicht die grüne Farbe nicht erkennen kann, obwohl es alle anderen können, so können diese Seelen Gott nicht erkennen und nicht spüren, wie es die Seelen bereits können, die sich weiter oben befinden. И самое, как бы, то, что называется пекло, то, что, ну, тут, как бы, и холодные миры, и горячие миры, то есть нарака, пекло. Und die untersten Schichten Нарака, das sind praktisch Höhlenwelten, die extrem heiß sind oder extrem kalt sein können. Also Unterwelten oder Höhlenwelten. И там 20, тоже 21 уровень. Und da gibt es 21 Ebenen. Таким образом, наша душа, когда она идет на воплощение, она может проходить очень разные уровни. Und deshalb, wenn diese Seele, die am Anfang unverwirklicht war, beziehungsweise in Energieform ohne Körper existiert hat, in der obersten Ebene, taucht sie in diese unteren Welten ein und kann praktisch verschiedene Körper oder Hüllen dann aufnehmen, aber auch verschiedene Situationen und dann Ereignisse durchleben praktisch auf ihrem Weg, verschiedene Inkarnationen. И находясь здесь уже в материальном мире на планете Земля, это уже достаточно высокое достижение. Und wenn sich die Seele hier auf dem Planet Erde befindet, auf dieser Ebene ist es bereits eine mittelgroße Errungenschaft. Das ist jetzt nicht die unterste aller Welten. Душа воплощается очень много раз до тех пор, пока она не станет совершенно мудрой. Die Seele reinkarniert sehr, sehr viele Male, bis sie vollkommene Weisheit erhält. И вот здесь уже на планете Земля мы сначала рождаемся как камень. Hier auf der Erde inkarniert die Seele als erstes in einem Stein. И благодаря этому мы можем создать свои кости. Und dank dessen können wir dann praktisch als Mensch oder kann die Seele in einem menschlichen Körper auch die Knochen ausbilden. Мы рождались, реинкарнировали как трава, как деревья, и благодаря этому мы можем создать свои мышцы. Und die Seele hat viele Inkarnationen im Pflanzenreich gehabt praktisch und aus dieser Ebene hat sie Erfahrung mitgenommen, wie man Muskelmasse aufbaut. Рождаясь на уровне животных, мы обучались и развивали свои эмоции. Auf der Ebene der Tiere lernt die Seele oder hat jeder von uns auch die Welt der Emotionen kennengelernt. И, соответственно, сейчас мы рождены как человек. Und jetzt sind wir in einem menschlichen Dasein. Если у животных, у травы, растений, камней, у них нет кармы. Кармы.
Karma. Ja. Auch die Steine, Pflanzen und Tiere haben ja kein Karma. А вот уже у человека есть карма, потому что мы можем материализовать события и влиять на окружающую реальность. Und der Mensch hat aus diesem Grund Karma, weil er auf seine Ereignisse selbstständig einwirken kann und dafür auch Verantwortung übernimmt. Ну, например, бобры, которые там плавают в реке, да, когда им будет холодно, они не могут придумать атомную электростанцию, скажем так, и взорвать полмира, а человек может. Die Biber zum Beispiel, wenn sie da im Fluss oder im Teich schwimmen, wenn es denen zu kalt auch ist, können sie kein Atomkraftwerk bauen, zum Beispiel, um sich zu wärmen. Die Menschen können das und können dadurch sogar auch die ganze Welt in die Luft sprengen. Die Tiere können das nicht. Родившись на уровне человек, мы учимся материализовать события. Auf der Ebene des Menschen lernen wir, Ereignisse zu materialisieren. Излучая энергию через свои мысли, мы материализуем окружающую реальность. Indem wir die Energie durch unsere Gedanken strömen lassen, wie bei einem Autoscheinwerfer, materialisieren wir die einen oder anderen Ereignisse im Leben. И в соответствии с этой реальностью у нас есть, ну и уровнем нашего развития, у нас есть природа нашей души. Und entsprechend dieser praktischen Ereignisse, unserer Lebensereignisse, haben wir auch, oder anhand dessen lässt sich auch die Ebene, die geistige, spirituelle Ebene dann einer Seele feststellen. И поэтому есть, у человека есть варны, тружеников, хозяева, витязи и ведущие. Deshalb werden die Menschen auch in die Varnas aufgeteilt. Ihr kennt es vielleicht als den Begriff Kaste, in die Arbeiter, in die Handwerker- und Händlerkaste oder Varna, in die Krieger-Varna und in die Brahmanen- oder geistlichen Kaste, die vierte. Varna, она зависит от энергетической емкости, то есть чем больше энергетически сильный человек, чем на большее количество людей он может влиять, тем больше и выше его Varna. Also die Varna, das ist praktisch auch die Tatsache, auf wie viele Menschen gleichzeitig einer einwirken kann oder Einfluss hat, das hängt dementsprechend auch von seiner eigenen Energiedichte und Energiestärke ab. Ну, например, человек-труженик, и он делает хорошие какие-то механические детали. На уровне своего завода, где он работает, он известен, и это прекрасный человек. Zum Beispiel ein Arbeiter kann sehr gute Teile herstellen in seiner Fabrik, in seinem Unternehmen und dadurch ist er praktisch im Rahmen oder im Kreis dieses Unternehmens berühmt. Ну, например, хозяин фабрики, и вот эта фабрика, она может иметь представительство в разных государствах, и поэтому она влияет на большее количество людей. Auf der nächsten Ebene wäre es der praktisch der Besitzer dieser Fabrik, der Unternehmer selber, vielleicht hat er mehrere Filialen, vielleicht sogar international und er hat dementsprechend einen größeren Wirkungsbereich gewissermaßen. Но эта фабрика, она находится в каком-то государстве, а у государства есть канцлер, президент, и он влияет уже на большую территорию и на миллионы людей. Und diese Fabrik befindet sich in einem Staat, und jeder Staat hat zum Beispiel einen Kanzler, Präsidenten und so weiter, der auf den nächsten, auf der Krieger- oder Kshatriya-Kaste ja noch einen größeren Einflussbereich hat. Но все равно как бы есть ведущие, духовные учителя, которые, например, распространили религию, и она может влиять не только на одно государство, но на много государств и на много миллионов людей, вообще на все человечество. Auf der Ebene der Geistlichen oder der Brahmanen gibt es dann gewisse Seelen oder Menschen, die vielleicht sogar eine Religion, eine Glaubensrichtung begründen, die dann weltweit anerkannt ist, der vielleicht viele Tausende oder sogar Millionen Menschen folgen, der hat dementsprechend mehr Energie und eine größere Einflusssphäre. В процессе энергетического развития мы идем из варны в варну, поднимаемся все выше и выше. Und indem wir den geistlich-spirituellen Prozess gehen, uns weiterentwickeln,
gehen wir von einer Varna in die höhere. И это проходит как может проходить как на уровне одной жизни, так и на уровне многих жизней. Und das kann in einem Leben sein, dieser Übergang und der Prozess kann sich aber über mehrere Inkarnationen hinziehen. В конечном итоге после этого мы можем стать тем, кто называется высшая душа. Und als nächstes oder als Stufe höher über diese vier Warnen ist es dann als ja die höchste Seele kann man vielleicht so bezeichnen. Это можно сравнить с теми, кого называют ангелами, это те, кого можно называть там кумары, апсары. Und das ist praktisch die Ebene der Wesen, die man als Engel oder Apsaras oder als Mara bezeichnet. То есть получается, что душа достигает такого уровня, что уже ей не надо воплощаться на земле, но она может управлять какими-то процессами на земле, находясь ну, в невидимом состоянии, как бы, по отношению к людям. Heißt, die Seele ist schon so weit entwickelt, dass sie nicht mehr in einem menschlichen Körper reinkarnieren muss, jedoch ist sie noch sehr nah an dieser Ebene und übernimmt hier aus der geistigen oder feinstofflichen Welt ja, großartige Aufgaben. В дальнейшем мы имеем возможность становиться земными божествами, земное божество. То есть божество, которое может иметь тело как планету или скопление планет. Nächstes entwickelt sich die Seele auf die Ebene der, eines Planeten praktisch oder einer planetaren Seele, wenn die Seele den Körper eines Planeten besitzt. И высшее проявление – это когда мы становимся демиургами, и мы можем создать свою отдельно взятую вселенную. Und noch eine höhere Stufe, wenn wir praktisch zum Demiurg werden und unser eigenes, unseren eigenen Universum schaffen können. Таким образом, мы с вами находимся в школе, где мы развиваемся для того, чтобы стать богами. Deshalb befinden wir uns in einer Schule, in der wir uns weiterentwickeln, um zu Göttern zu werden. И когда мы болеем или у нас проблемы во взаимоотношениях, und wenn wir krank sind oder Probleme in der Beziehung haben, когда у нас проблемы с финансами, нам не хватает денег или мы не можем как-то творчески самовыражаться, wenn wir finanzielle Probleme haben, unter Geldmangel leiden, wenn wir uns nicht ausdrücken oder kreativ ausdrücken können, это все является некими игровыми задачами для души, для того, чтобы она развивалась. Das sind praktisch die Aufgaben des Spiels jetzt speziell für diese Seele auf ihrer Stufe, damit sie sich weiterentwickeln kann. Соответственно, находясь в процессе развития, мы должны увеличивать количество энергии и информации. Dementsprechend müssen wir im Prozess der Weiterentwicklung die Menge praktisch an Energie und die Stärke an Energie vergrößern. Чем больше у нас энергии, тем большего мы можем достичь. Je mehr Energie wir haben, desto mehr können wir erreichen. Чем больше у нас информации, тем больше у нас знания, то есть способов этого достижения. Und je mehr Informationen wir haben, je mehr Wissen wir haben, desto mehr Wege kennen wir auch, dieses Ziel zu erreichen. В традиции увеличение энергии называется увеличением веры. In der Tradition bezeichnet man als die Vergrößerung der Energie, Vergrößerung des Glaubens. А увеличение информации – это увеличение веры. Und die Vergrößerung der Information ist die Vergrößerung der Veda, also praktisch des Wissens. Таким образом, в процессе жизни мы постоянно увеличим количество энергии и информации, и самым высшим уровнем развития на уровне человека является достижение просветления. Und so müssen wir in unserer geistigen Evolution ständig die Energie erhöhen und das Wissen erhöhen, damit es die Seele oder den Menschen letztendlich zur Erleuchtung führt. В процессе достижения просветления, im Prozess des Erreichens der Erleuchtung,
Нам нужно решить энергетические задачи, которые связаны с нашими энергетическими центрами. Müssen wir energetische Aufgaben lösen oder bewältigen, die mit unseren energetischen Zentren verbunden sind? На уровне чары, на уровне стоп у нас есть чара, которая называется корни. Auf der Ebene der Fußsohlen haben wir die Chara, also das Energiezentrum, welches als корни oder als Wurzel bezeichnet wird. Это связь с нашим предком, с нашим родом. Das ist die Verbindung zu unseren Ahnen und zu unserem Stamm. И поэтому в вашей жизни у вас всегда могут возникать какие-то трудности там с мамой, с папой, с родственниками. То есть мы приходим сюда как группа душ, и мы должны научиться с ними жить в гармонии. Und wenn man da Probleme hat auf dieser Ebene, hat man dann vielleicht Probleme mit der Mutter oder mit dem Vater oder mit anderen Verwandten, weil wir praktisch nicht alleine hierher kommen, sondern als eine Gruppe von Seelen, die miteinander in Wechselwirkung stehen, die dann miteinander gut auskommen oder Probleme haben können. Следующая чара у нас есть красная чара, чара, которая называется исток. Die nächste Chara ist die Chara, die man als Quelle übersetzt. Die ist, die hat rote Farbe. То есть она отвечает за наше здоровье, и мы должны научиться поддерживать свое здоровье, независимо от медицины, независимо от внешних факторов, научиться жить долго и жить в состоянии здоровья. Und dieses Energiezentrum ist mit unserer Gesundheit verbunden. Wenn es gut und aktiv ist, ist der Mensch auch aktiv und gesund. Wir müssen es aber letztendlich lernen, dieses Energiezentrum zu kontrollieren, um gesund zu bleiben, ohne jetzt großartig Medizin oder Ärzte da mit hineinzuziehen, sondern aus unserem eigenen Energiepotenzial heraus. Соответственно, эта чара, она еще соответствует уровню выживания. То есть мы должны научиться выживать, сохранять свою жизнь. Und auf dieser Energieebene, auf dieser Chara ist ja auch noch unser Überlebensinstinkt und unsere Überlebensfähigkeit. Следующая оранжевая чара, чара Зарт. Die nächste orange Chara auf Slavisch Zarot oder Ursprung oder Geburt. Она отвечает за исполнение наших желаний, за наше парное взаимодействие. Die ist verantwortlich für ja, das kreative Schöpfen unseres Lebens praktisch. Die ist verantwortlich auch für eine Beziehung, also eine Beziehung mit dem Partner, mit dem gegenüberliegenden Geschlecht. Если мы не можем найти достойного партнера или наша семейная жизнь не складывается, это означает, что у нас есть вопросы с этой чарой, есть какие-то энергоблоки в этой чаре, и надо работать живо для того, чтобы растворять, смывать это. Und wenn wir keinen Partner finden können, ist es meistens so, dass man auf dieser Ebene, auf diesem Energiezentrum irgendwie ein Problem oder Blockade hat und man muss lernen, durch die Shiva-Energie dieses Problem dort zu lösen. То есть каждая чара, получается, это фактически целый уровень жизненных задач, которые мы можем решать даже не одну жизнь, а несколько жизней. So ist jede Chara eine Ebene von Lebensaufgaben, die ja sehr viele sind und es bedarf einer gewissen Zeit natürlich und sogar mehrerer Inkarnationen, dass man die ganzen Aufgaben bewältigt und die ganzen Lektionen dann gelernt hat auf der einen oder anderen Energieebene. Чара живот на 10 сантиметров выше пупка. Die Chara живот, ja, Bauch. Живот ist Bauch auf Russisch, genau. Das ist 10 сантиметров über dem Bauchnabel ungefähr. Это уровень, который отвечает за наше материальное достижение, за социальную самореализацию. Das ist die Ebene, die für unsere materiellen Errungenschaften steht, für unsere soziale Realisation.
Если вы не можете найти свое предназначение, если вы не можете заработать достаточно денег, чтобы быть успешным, это означает, что у вас есть блокировки в этой чаре. Und wenn Sie nicht genug Geld verdienen, wenn Sie nicht genug Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, in Wohlstand zu leben, heißt es, dass Sie irgendwo auf dieser Ebene die Blockaden besitzen. И поэтому тогда, как бы практикуя живу, вы делаете практики живы для того, чтобы на этом уровне реализоваться, стать более успешным, как бы исполнить свое предназначение. Und Sie können dementsprechend mit der Jiva-Energie auch auf dieser Ebene arbeiten, um dort Erfolge zu erreichen, praktisch in ihrem materiellen Wohlstand und in der materiellen Realisation. Чара Ярло находится вот здесь, как бы на уровне груди, то есть мочевидный отросток, вот здесь сердечная чара. Das Herzchara, das als nächstes befindet sich auf der Brusthöhe, praktisch am unteren Ende des Brustbeines. Это наша связь с людьми, насколько они нас любят, принимают, насколько у нас есть авторитет, хорошая слава. Das ist die Verbindung mit unseren allen Mitmenschen, das ist, wie uns die Menschen sehen, fühlen und lieben. Das ist auch die Ebene unseres Ruhms, ob dann ein Mensch ruhmreich ist. И когда у вас раскрыт этот уровень, если вы продаете что-то, у вас всегда есть те, которые приходят к вам покупать. Und если вы чему-то учите, у вас всегда есть те, которые приходят к вам учиться. То есть это ваше взаимодействие с людьми, потому что мы являемся коллективными существами, и мы реализуемся в этом мире через людей. Und das ist praktisch eure Ebene, wenn ihr ein Produkt verkauft und bei euch diese Ebene aktiv ist, kommen Menschen, die werden dadurch angezogen und kaufen dieses Produkt. Wenn ihr Menschen unterrichtet und diese Ebene aktiv und offen ist, werden Menschen davon angezogen und kommen zu euch in die Schulungen und zu euren Kursen. И, соответственно, если у вас как бы есть проблемы и вы не можете самореализоваться, то есть нету, вы как бы не востребованы, вам надо раскрывать эту чару для того, чтобы улучшить свое взаимодействие с людьми, наполнять жизнь. Wenn Sie sich in den menschlichen oder zwischenmenschlichen Beziehungen nicht realisieren können, in der Gesellschaft nicht realisieren können, heißt es, müssen Sie dieses Chara öffnen, damit ja auch dort genug Energie wieder hindurchfließt. Chara Ustie. Die nächste Ustie ist das Halschara. Отвечает за наше творческое самовыражение. Ist für unsere schöpferischen oder kreativen Selbstausdruck verantwortlich. Получение новых знаний. Für das Erhalten neues Wissens. Если вам не хватает знания для того, чтобы достигнуть успеха, если вам не хватает творчества для того, чтобы самореализоваться, надо раскрывать эту чару для того, чтобы вы могли получить то, что вам необходимо. Wenn Sie nicht genug Wissen haben, sich zu realisieren, wenn Sie nicht genug Möglichkeiten haben, sich zu realisieren, müssen Sie dieses Halschakra oder mit diesem Halschakra arbeiten, es öffnen, um praktisch auf der intellektuellen und der Ebene des Wissens sich zu realisieren. Chara Oka. Die Chara Oka oder Auge. Она позволяет нам владеть духовной интуицией, предвидеть события, видеть что-то наперед. Lässt euch intuitiv arbeiten können, intuitiv spürbar die Zukunft voraussehen oder vorausspüren können. Also die Intuition ist hier damit verbunden und eine sehr starke, wenn dieses Energiezentrum auch stark und aktiv ist. Занимаясь живой, у нас начинает развиваться ясновидение, яснослышание, яснознание, сверхвозможности. Wenn wir uns mit der Jiva-Energie beschäftigen und wenn wir damit arbeiten, verbessern wir unsere übersinnlichen Fähigkeiten beziehungsweise trainieren sie uns an. Das Hellsehen, Hellhören und so weiter. Und wir können dann auch lernen, intuitiv die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. И раскрытие верхней чары, чара родник. Чара родник,
die oberste, also das krone Chakra. То есть как это наша связь с Богом. И если мы соединяемся со Всевышним, то есть мы становимся уже не человеком, а Бога-человеком. Мы тогда можем проявлять совершенные сверхвозможности. Und das ist praktisch unsere Verbindung zum Gott bzw. zum Schöpfer. Wenn dieses Chakra offen ist und die Verbindung steht praktisch und sie sehr stark ist, können wir uns unmittelbar mit dem Schöpfer verbinden, um als ein Teil von ihm zu wirken. Таким образом получается, что любые ваши жизненные задачи или трудности, они связаны с той или иной чарой. Man kann sich das jetzt so vor Augen führen, dass eine jegliche Lebenssituation oder jegliche Schwierigkeit mit der einen oder anderen Chara verbunden ist. Наполняя энергией эту чару, снимая блокировку. Wenn wir dieses Chara mit Energie füllen, wenn wir die Blockade lösen, мы влияем на эту сферу нашей жизни. Мы таким образом меняем сферу, эту сферу нашей жизни, улучшая ее. Wirken wir auf die Sphäre dieses Lebens entsprechend. Wir verbessern die ganze Sphäre dieses Lebens, die mit diesem Energiezentrum in Verbindung steht. И благодаря этому становимся более здоровыми, счастливыми, успешными, самореализованными. Dank dessen werden wir auch glücklicher, gesünder und können uns besser selbst realisieren. Причем обращаю ваше внимание, что все, что бы мы ни делали в этом материальном мире, мы это воспринимаем как духовный путь и путь просветления. Und man kann, oder man sollte das auch so betrachten, alles, was wir in unserem Leben tun, sollten wir sehen als unseren ja, spirituellen Fortschritt, als unseren spirituellen Wachstum und einen kleinen Schritt Richtung Erleuchtung. Человек может работать дворником, но он может заметать и находиться в состоянии медитации и таким образом воспринимать это как духовный путь просветления, и своя и его работа помогает ему идти путем просветления. Sogar wenn einer Straßenkehrer ist, kann während seiner Tätigkeit sich intuitiv bzw. in einen meditativen Zustand verfallen, so dass praktisch die Verbindung zum Absolut aufbaut und seine Kehrarbeit praktisch auch als seine geistige Evolution wahrnimmt. Или человек может быть, там пусть будет директор большой корпорации, бизнес-корпорации, и вот он свои бизнес-задачи воспринимает как некие духовные уроки, и за счет внутренней работы над собой у него идет лучший бизнес, но это он тоже понимает как путь просветления. Und ein anderer vielleicht, der ein großes Unternehmen hat, ein Direktor des Unternehmens ist, sieht seine Aufgaben in dem Unternehmen und die Aufgabenverteilung auch als seine geistige spirituelle Entwicklung und nimmt es praktisch auch als einen Teil des Weges Richtung Erleuchtung an. Исходя из этого получается, что получая настройку живы, aus dessen heißt es, dass wir, indem wir die Jiva-Initiation bekommen, мы получаем набор медитаций, набор инструментов, которые помогают работать нам с нашими чарами. Beginnen wir, bekommen wir auch eine Sammlung an Meditationen und Techniken, um mit unseren einzelnen Charen arbeiten zu können. И достигать желаемого результата в нашей жизни. Und können so das gewünschte Resultat im Leben erreichen. Которое проявляется реальными материальными изменениями. Was dann da auch als reale und materielle Veränderungen im Leben wahrgenommen werden. Благодаря уравновешенности наших центров мы растем и таким образом в конечном итоге становимся высшей душой, земной божеством и можем стать высшим божеством. Und indem wir unsere Energiezentren harmonisieren und wieder zurück in die Mitte setzen und reinigen, gehen wir effektiver und schneller den Weg der Entwicklung Richtung der göttlichen Welt oder der Welt praktisch der planetaren Seelen. В процессе своего развития как бы человек может находиться в состоянии невежества и не понимать, почему он здесь находится, для чего он находится и чему он должен обучиться. Im Prozess seiner Entwicklung kann sich der Mensch auf der Ebene des Unbewusstseins oder des Unwissensseins befinden. Er weiß nicht, warum er hier ist
was er hier verloren hat, was er eigentlich tun muss und wohin er sich eigentlich bewegt. И поэтому человек болеет, у него возникают какие-то жизненные трудности, он излишне привязан к материальной жизни. Deshalb ist der Mensch oft krank, er hat irgendwelche materiellen Schwierigkeiten, er ist auch sehr stark an dieses materielle Leben gebunden. И получается, что он воплощение за воплощением попадает в те же самые какие-то жизненные трудности. Und so geht er von Reinkarnation zu Reinkarnation praktisch in dieselben Schwierigkeiten, also dreht sich wie in so einem Hamsterrad. Как ученик, который постоянно возвращается один и тот же самый класс, потому что он не выучил, не прошел его. So ähnlich, wenn ein Schüler ständig sitzen bleibt, weil er praktisch diese Klasse nicht bestanden hat. Есть и люди, которые уже поднимаются на более высокий уровень, то есть уровень борения, уровень страсти, и они начинают себя отождествлять с какой-то вот это хорошее, вот это плохое, и они начинают бороться против чего-то, да, то есть какой-то противоположности. Die nächste Ebene ist die Ebene des Geistes oder des Rajas, der Ebene der Begierde. Diese Seelen unterscheiden bereits hier, was gut ist, was schlecht ist und kämpfen entweder für das Gute oder fürs Schlechte. Wenn man praktisch auf der ersten Ebene noch in Unwissenheit geschwelgt hat, lernt man hier zu unterscheiden und beginnt auch dafür zu kämpfen. Отождествляясь лишь с одной противоположностью, у человека получается как бы ограниченное мышление, и поэтому он постоянно тоже попадает в те или иные трудности. Und indem sich der Mensch oder die Seele mit einer Hälfte identifiziert, entweder mit der guten oder mit der schlechten, sieht praktisch seine Welt auch nur begrenzt. Und das lässt natürlich auch Probleme und Schwierigkeiten in sein Leben. Живо ведет нас к состоянию благости, к состоянию недвойственности, целостности, кона, адвайты. Живо führt uns zum Zustand der Harmonie, der Einheit und der Ganzheitlichkeit. Соответственно, находясь в состоянии целостности, соединяя противоположности и находясь над ними, мы всегда можем достигать состояния успеха. Und indem wir praktisch uns auf dieser harmonisierten Ebene, wo die beiden Gegensätzlichkeiten verbunden sind, befinden. Последнее можно повторить, Владимир? Находясь в состоянии благости, мы соединяем противоположности, находясь над ними. То есть вот да, у нас да. Любая противоположность, и мы находимся над ними. То есть, например, духовное и материальное мы соединяем, находимся над ними. Там, например, мужское и женское, то есть как бы над ними, то есть теза, антитеза, над ними, синтез. Wir befinden uns praktisch auf dieser Ebene, wo die Gegensätzlichkeiten zu einer Einheit, zu Singularität werden. Da gibt es praktisch keinen Unterschied in Mann, Frau, Gut, Böse, Hell, Dunkel, da ist praktisch alles eins. Und das ist die harmonische Welt und der harmonische Zustand. Благодаря этому мы не творим карму, мы наоборот ее заканчиваем и можем подниматься на более высший уровень. Und dank dessen schaffen wir uns kein neues Karma, sondern arbeiten das alte Karma auf und können danach in höhere Sphären steigen. Соответственно, практикуя живу и в дальнейшем живоярку, у нас есть медитативные практики для работы с каждым энергетическим центром, и практики в конечном итоге ведут нас к состоянию благости. Und im System der Jiva-Heilkunst und Jiva-Yarga haben wir die unterschiedlichsten Praktiken, und an jeder dieser Ebenen zu arbeiten und um uns praktisch auf diesen drei Stufen von der Unwissenheit Richtung Weisheit und Harmonie zu bewegen. Благодаря практике Живы и Живаярги мы преодолеваем три путы, то есть три путы, которые связывают душу человека. Und dank der Praxis der Jiva-Heilkunst und der Jiva-Yarga lösen wir praktisch die drei Knoten oder die drei Verbindungen auf, die den Menschen irgendwo festhalten. Первая пута – это внава, то есть это наш эгоистический ум, который ограничивает, и поэтому мы не видим мир, то есть у нас получается, что вот мы зашоренно смотрим, потому что наше эго ограничено какими-то образами, привычками, мышлениями,
И поэтому, попадая в трудности, мы как конь, который зашорен, просто не видим, куда идти, не понимаем. Преодолеваем в нам свою эгоистичность. Der erste Knoten praktisch heißt auf Slawisch Vnava, das ist praktisch unsere egoistische Weltanschauung, unser egoistisches Sein, das ist praktisch wie Scheuklappen bei einem Pferd, man bewegt sich in eine Richtung und sieht außer seinem Ego nichts anderes. Und diesen Knoten gilt es aufzulösen und sich davon zu befreien. Вторая пута, которая связывает нас и делает нас несвободными, это наша карма. Und der zweite Knoten, der uns irgendwo ja, bindet und uns keine Freiheit gibt, ist unser Karma. Вследствие совершения неблаговидных поступков мы получаем воздаяние, и поэтому мы опять воплощаемся, и нас вот как бы ситуация несет, и мы вроде бы ничего не можем сделать. Но находясь в медитативном состоянии, мы можем преодолеть эту карму, то есть мы можем выпрыгнуть, ну, скажем так, с той лыжни, которая, ну, например, ведет нас к болезни, к трудности или даже к смерти. Und indem wir durch unsere Handlungen uns ein gewisses Karma schaffen, müssen wir in diesem oder nächsten Leben dieses Karma wieder aufarbeiten, können gar nicht runter von dieser Schiene, auf der wir uns dann bewegen. Jedoch, wenn wir meditativ damit arbeiten, können wir tatsächlich aus unserem eigenen Weg, des eigenen Karma praktisch herausspringen oder uns herauslösen und uns davon befreien. Третьими путами, которые связывают человека и делают его несвободным, это майя. Und der dritte Knoten, der den Menschen bindet und ihn nicht frei sein lässt, ist das Майя. То есть некое иллюзорное восприятие действительности, когда мы не видим истины, а обращаем внимание лишь на внешнее. So eine illusorische Anschauung der Welt, wenn wir praktisch nicht die Wahrheit sehen, sondern uns nur mit Äußerlichkeiten beschäftigen und nur diese wahrnehmen. Практикуя живо-живо-яргу, мы, преодолев внаву свою эгоистичность, преодолев карму, мы тогда можем проснуться, стать пробужденным, в конечном итоге достичь просветления. Und indem wir das, die Jiva-Heilkunst und das Jiva-Yarga praktizieren, können wir diese drei Knoten auflösen, das Vnava, das Ego, das Karma und das Maya, also das Leben in Illusion, und können praktisch so aufgeweckt werden oder aufgeweckt und auferwacht werden praktisch. Таким образом, всю свою жизнь мы воспринимаем как некую тренировку, и любые трудности мы воспринимаем как учебные задачи, и у нас есть для этого практики, для того, чтобы разобраться с этими задачами и их преодолеть. So können wir unseren Lebensweg, alle Lebenssituationen und Fragen als eine Schule, als Lektionen des Lebens wahrnehmen und mit den Techniken und Praktiken, die uns das Jiva anbietet, diese unter einem richtigeren Blickwinkel sehen, damit richtig und effektiv arbeiten, damit wir in unserer geistig-spirituellen Entwicklung effektiv und schnell vorankommen. Если у вас, может быть, какие-то вопросы, которые хотелось бы мне задать? Habt ihr Fragen soweit, die wir jetzt gemeinsam klären könnten, können? Может, у тебя есть вопрос? У меня есть вопрос, да. Я задам сначала на русском, а потом переведу для участников. Ich stelle erstmal die Frage auf Russisch, dem Wladimir, ist eine Frage von mir und dann übersetze ich das auch für euch praktisch. Если у человека такое состояние, когда он свое тело сканирует, например, что вот левая часть, она ощущается полной, как наполненной, а правая часть либо вообще не ощущается, либо ощущается как пустой сосуд. То есть если вот бочка наполовину только заполнена водой, ее вот положить на бок, одна часть будет водой наполнена, другая часть будет пустая. Вот разница в левой и правой стороне такая ощущается часто. Ну, ты же знаешь, что у нас есть как бы солнечный канал и лунный канал, да? И, соответственно, один канал наполняется больше энергией, другой наполняется меньше энергией. Соответственно, там, где не хватает энергии,
Ее можно как бы или через ноздрю дыша, или потоком живы наполняя, то есть больше проработать. Но это, опять же, свидетельствует о том, что это может быть связано там, с мужественностью или женственностью. То есть если там, например, левую мы хуже чувствуем сторону, то, может быть, нам не хватает какой-то там мягкости, спокойствия, принятия. Вот таким вот образом. То есть тоже живо наполняем и гармонизируем это все дело, начинаем отслеживать, осознавать, чем это еще проявляется, и восстанавливаем ток. Но раз у нас в теле это ощущается, значит, оно уже должно во внешнем мире тоже в чем-то проявляться, что есть какая-то жизненная трудность, с которой мы не можем разобраться, а тело нам про это сигнализирует. Окей. Die Frage ging darum, wenn ein Mensch oder Praktiker seinen Körper scannt und spürt, dass er praktisch die linke Körperhälfte gefüllt ist und die rechte Körperhälfte fühlt sich leer an, praktisch wie so ein leeres Gefäß oder andersrum, dass man seine ganze Energie oder seine ganze Kraft ausschließlich nur auf einer Seite spürt. Und Wladimir sagt, das hat mit den beiden Energiekanälen zu tun, mit dem Mond- und Sonnenkanal. Man müsste praktisch, um das auszugleichen, zu harmonisieren, da wo es sich leer anfühlt, dort diesen Kanal aufbauen, diese Körperhälfte aufbauen, entweder mit Atemtechniken oder entsprechend mit der Shiva-Energie auffüllen. Das ist natürlich unsere männliche und weibliche Seite und wenn das tatsächlich auf eine Seite sehr stark überwiegt, hängt es mit unserem Verhalten zusammen. Allerdings müsste es auch in unserer Realität ersichtlich sein, dass praktisch, wenn dieser Überhang oder Ungleichgewicht im Körper auftauchen, müsste es sich in unserem Leben auch auf irgendeine Art und Weise realisiert haben, durch irgendwelche dann Zustände praktisch oder irgendwelche Situationen oder Dinge, die wir erlernen müssen oder Eigenschaften, die wir praktisch aufbauen müssen. А зайди еще в чат, там, там что-то написано, я переведи, что okay. Там. Окей, чат. Не, это я просто у них поначалу спрашивал, кто зашел через ссылку по e-mail, то есть они получили правильно все или нет, да, было. Потому что там Ангелика что-то написала. Да, ну она написала, что она получила ссылку, да, что все хорошо. Wer vielleicht noch eine Frage... Есть еще какие-то вопросы? Nicht übers Mikrofon stellen möchte, der kann eine Frage auch praktisch hier in den Chat reinschreiben. Смелее, не стесняйтесь. Und ein bisschen mutiger. Ich habe mal eine Frage hier. Ja. Kann man mich hören? Okay. Ja. Und zwar, ich habe so oft das Gefühl, dass ich in vielen Lebenssituationen viel Energie verbrassel oder quasi viel zu schnell abgebe. Also ich sehe mich generell als jemand, der viel Energie hat, aber dass ich die auch schnell verbrate. Zum einen in Gesellschaft mit Menschen merke ich es besonders. Also wenn ich oft irgendwie alleine bin, dann sammle ich viel Energie an, aber auch durch alles mögliche, Praktiken, Sport, egal. Und dann bei Gesellschaft kann ich die schnell verlieren. Erstens das, also besonders hier, aber auch an zweiter Stelle, dass ich die auch, dass ich bei meinem Tagesablauf nicht fokussiert bin, verliere ich die auch. Also ich bin halt verstreut. So, das ist die Frage, was kann man da tun und ob die Shiva-Energie da auch einem Hilfe leistet, bietet. Ja, gut, danke. Gute Frage. Он говорит, что по его ощущению он очень быстро теряет энергию. Вот, допустим, если он где-то находится один, он какие-то может делать практики, там, гимнастику, еще что-то, энергию накапливает, но как только он начинает взаимодействовать с социумом, он чувствует, что эта энергия у него просто как выходит, очень быстро тратится, то есть он не может ее сдерживать, накапливать. Либо она часто впустую тратится просто, что он не может организовать как бы свой, ну, день, что там на разные дела отвлекается, то на одно, то на другое. И это чрезмерно, ну, как бы расходует его энергетический потенциал, ну, скажем так, впустую. Ну, что можно сделать как с помощью живой? Врожденно каждый человек имеет, ну, определенную конфигурацию, назовем так, работы своих энергетических центров. И поэтому есть такие люди, у которых действительно вот врожденно открытые
энергетические центры, и они действительно как бы очень много могут отдавать энергии. Also jeder wird mit einer gewissen Konfiguration dieser Energiezentren geboren und manche Menschen sind tatsächlich offener, kann man so sagen. Sie können sehr schnell und viel Energie an die Mitmenschen abgeben. Поэтому можно делать во время любой работы, чем бы мы ни занимались, говорим с людьми, ведем машину, там, общаемся или еще что-либо, мы можем делать какую-то простую энергетическую практику. Например, представляю, что мы находимся как в энергетическом скафандре. Und eine Praktik dafür wäre, dass du zum Beispiel oder die anderen Teilnehmer auch, egal was sie tun, während der Arbeit, während des Alltags, diese leichte Praktik durchführen. Man stellt sich vor, man wäre wie in seinem energetischen Anzug. Подобно так, как у космонавта есть скафандр, можно представить себе такой некий энергетический скафандр и постоянно удерживать этот энергетический скафандр, общаясь с людьми. So ähnlich wie so ein Raumfahreranzug, dass man so seinen energetischen Anzug hat und trägt und auch wenn man mit Menschen interagiert, dieser Anzug fest bleibt, also dass man diese Energie nicht verliert, sondern die praktisch im Inneren dieses Anzugs, dieses energetischen Raumfahreranzugs gespeichert bleibt und erhalten bleibt. Поэтому так мы можем сохранять энергию. So können wir diese Energie praktisch beibehalten. Практикуя живу, мы можем развивать силу концентрации, то есть силу воли, сосредоточенность на своей цели. И когда вот эта сосредоточенность у нас становится постоянной, это называется личная сила, тогда мы можем достигать любых поставленных целей. Потому что когда человек не может чего-то достичь, это означает, что у него нет достаточной силы концентрации. Und im System der Jiva-Energie oder im Jiva-System lernen wir letztendlich auch eine gewisse Meditation oder eine Einstellung zu halten, eine gewisse Konzentration zu halten. Und wenn ein Mensch seine Ziele nicht erreicht, hat es meistens damit etwas zu tun, dass er praktisch die Konzentration nicht gehalten hat. Also er hat sich nicht genug auf oder nicht permanent auf das Ziel konzentriert, sondern hat sich ständig abgelenkt oder wurde ständig abgelenkt und konnte dadurch das Ziel nicht erreichen. Und Menschen, die ihre Ziele erreichen, haben eine gute Konzentrationsfähigkeit, vor allem was die Ziele angeht, dass sie halt praktisch nur das Ziel wahrnehmen und dem Ziel entgegensteuern. Когда мы делаем регулярно практики живо, это можно сравнить с тем, как мы в фитнес-зале поднимаем тяжести. От этого растет сила наших мышц, и тогда мы можем больше поднять в реальной жизни. Also indem wir, also je öfter wir die Jiva-Energie praktizieren, das ist wie bei einem Muskeltrainer beziehungsweise wie im Fitnessstudio, wenn man Gewicht hebt und die Muskeln trainiert, so wird man praktisch in seiner Jiva-Energie stärker, je öfter man sie praktiziert. Ich wollte noch was dazu geben. Ja. Das hat mir jetzt schon geholfen, Dankeschön. Aber jetzt noch weiter, also jetzt gerade, ich sag mal, Halschakra, also ich merke auch, dass ich beim Reden, also jetzt habe ich ja schon erwähnt, aber dass ich beim Reden viel Energie verbrauche und auch mit den Gedanken. Also ich gehe mal davon aus, dass das Augenchakra ist. Ist es auch damit verbunden, dass da Blockaden sind oder zu wenig Energie reinkommt in die Chakren, also gerade hier halt so drittes Auge? Еще дополнять, что когда он разговаривает, он чувствует, что много энергии через горловую чакру выходит, очень много энергии через устье, через око много энергии выходит. Устье и око, то есть он там много энергии теряет. Он спрашивает, связано ли это тоже с какими-то блокадами или с какими-то другими процессами. Смотрите, когда человек... Ну, во-первых, обычный человек, его энергия определенным образом ограничена. Also bei einem normalen Menschen ist seine Energie gewissermaßen begrenzt durch seine eigene energetische Kapazität. Это как машина, то есть вот у нее есть бак, там, например, 65 литров, залил бензин, и пока у тебя есть этих 65 литров, ты можешь ехать.
so wie beim Auto, der Tank, der hat praktisch 65 Liter, darauf ist es begrenzt und man kann so lange fahren, bis diese 65 Liter verbraucht sind. Когда человек начинает практиковать живу, он получает канал живы, и благодаря этому он постоянно может наполняться энергией. Wenn ein Mensch dann живо практиziert, bekommt diesen verstärkten живо-канал, so dass praktisch ständig an der Quelle oder intensiver an der Quelle angeschlossen ist, zusätzliche Energie, zusätzliches Energiepotenzial zu bekommen. Это можно условно представить, что машина едет, а сверху летит бензозаправка и постоянно заправляет эту машину. И поэтому она может ехать бесконечно долго, а у нее бензин не кончается. Das то есть таким образом, sich... когда у человека настройка живы, то есть даже если поток идет энергии, у него его много этой энергии, и ему хватает на все, потому что у него море этой энергии. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn ein Auto gleichzeitig irgendwie so eine Tankstelle über Kopf irgendwo mit sich führt und egal wohin das Auto fährt, hat ständig diese Zapfsäule oder Tankstelle dabei, so dass über ein unendliches Energiepotenzial verfügt und tatsächlich viel leistungsfähiger energetisch dadurch ist. Есть такие люди, которые паразитируют, им не хватает энергии, они постоянно пытаются у кого-то взять энергии, вампиры, да? Es gibt Menschen, die ein ungenügendes Energiepotenzial haben, die vampirisieren die anderen ständig, also die versuchen den anderen ständig irgendwie Energie zu entreißen. Обычный человек, он тогда энергию отдал, и у него уже как бы энергии нет. Ein normaler Mensch, praktisch, wenn seine Energie abgegeben hat, ist dann energieleer, weil sie ja weggegeben hat. Человек, который практикует живу, он может просто потереть руки, войти в поток, и из него постоянно льется поток, это, знаете, как из шланга льется вода, и человек просто не может выпить этот шланг воды. То есть столько этой энергии, что любой энергетический вампир отваливается. Und ein Energiepraktiker oder ein Jiva-Praktizierender reibt sich dann praktisch die Hände, den Jiva-Strom einzuschalten, zu aktivieren. Und es ist bei ihm wie durch einen Wasserfall oder eine große Öffnung, so dass der Empfänger praktisch dann auch nicht damit zurechtkommt und auch die Vampire dadurch wegfallen, weil das auch für die zu viel Energie bedeutet. Хорошо. Есть еще, может быть, какие-то вопросы, что-то хотели спросить? Habt ihr noch Fragen, jemand von euch? Если пока вопросов нет, предлагаю сделать практику. Wenn es, oder sofern es keine Fragen mehr gibt, dann praktizieren wir zusammen. Renate hat noch was? Ich hätte noch eine, ja. Ich hätte gern zu diesem achtzackigen Stern was gewusst, weil er trägt es ja auch auf seinem Hemd. Ja. Und ich hätte da gern so noch so ein bisschen die tiefere Bedeutung erfahren von diesem Symbol. Более глубинное, может, более глубинное понимание камня Алатыри, символа вот эта восьмиконечная звезда, которую ты на рубашке тоже носишь. Also was bedeutet Alatir oder so, ja, so übersetzt. Как может Алатырь так перевести, разъяснить, что это такое, и более глубинное понимание этого символа? Это символ центра мироздания. Das ist das Symbol des Zentrums der Schöpfung. Которое считается сердцем Бога или оком Бога. Welches man als das Herz Gottes oder das Auge Gottes verstehen kann. Откуда постоянно идет, излучается поток света, который творит мироздание. Von wo aus ein ständiger Lichtstrom stattfindet, die Schöpfung praktisch nicht nur aufrechtzuerhalten, zu kreieren, die Schöpfung zu erzeugen. Он еще называется Алатыр, он называется еще род рода. Бога, сердце Бога. Wie gesagt, Auge Gottes, Herz Gottes oder Alatir oder Rot Roda praktisch, das ist der Stamm des Stammes. Око Бога, сердце Бога. Genau. Считается, что на нем высечено 360 законов мироздания, и он как бы имеет 360 граней, и каждая грань она несет в себе один из законов мироздания.
А можно это еще объяснить или перевести как кристалл или как камень или с камнем сравнить? Можно, да, это можно его называть камнем, можно назвать кристаллом. Man kann es praktisch auch als Stein sehen oder als ein Kristall sehen, welches aber letztendlich auch in seinen anderen Aspekten über 360 Kanten verfügt und jede dieser Kanten trägt ein Gesetz des Universums praktisch. Это зародыш и основа всего мироздания. Das ist praktisch so wie der Embryo und der Ursprung und die Ursache der ganzen Schöpfung. Считается, что все души, они выходят с подалтыря, и они являются его частью. Oder man nimmt an, oder es gilt, dass alle Seelen praktisch aus diesem Alatir, aus diesem Zentrum entströmen. В каждой традиции камень Алатырь или кристалл Алатырь, он называется по-разному. Ну, например, в Индии он называется Шивалингом. Und in jeder Tradition wird dieser Stein oder dieses Zentrum oder dieses Symbol anders bezeichnet und dargestellt. In Indien nennt man das als Shivalingam. То есть графически он изображается как два Христа, то есть крест, который прямой, это мужской крест, и косой крест, женский крест. Und der wird so dargestellt, praktisch als ein gerades Kreuz, das männliche Kreuz, und ein praktisch so auf der Seite liegendes Kreuz, ein weibliches Kreuz. То есть это гармония мужского и женского. Das ist die Harmonie des Männlichen und des Weiblichen. Поэтому из него выводятся все руны. То есть на нем, вот как бы по его грани можно вывести все руны. Deshalb ist hier auch der Ursprung der Runen, also an entlang seiner Kanten kann man alle Runen formen. В китайской традиции как бы его изображение, оно обычно изображается как инь-ян, то есть как бы единство мужского и женского. In der chinesischen Tradition wird dieses Prinzip als Yin-Yang gezeichnet und dieses durch dieses Symbol dargestellt, also durch die Verschmelzung des Männlichen und Weiblichen. Алатырь считается графическим изображением Всевышнего, то есть, ну, как бы графическое изображение Also Всевышнего. dieses Alatir-Symbol ist die grafische Darstellung des Schöpfers. Ну и в нашей традиции он является центральным символом, который обычно носят на груди в виде кулона, как символ единства со Всевышним. Und in unserer Tradition wird als Symbol praktisch aus einem Metall als Anhänger auch getragen, als Zeichen von Einheit mit der Schöpfung. Считается, что он является универсальным оберегом, который имеет в себе все виды сил, и поэтому он гармонично подходит как мужчинам, так и женщинам, наполняя нас той энергией, той силой, тем знанием, которые нам нужны. Und es gilt, dass dieser Ursprung und dieses Symbol alle Arten von Kräften hat und so eignet es sich als Symbol für Männer sowohl für Frauen, die in beidermaßen tragen und verwenden als Schutzsymbol. Я думаю, достаточно. Хорошо, сделаем практику. Wir machen jetzt gemeinsam die Praxis.